Ich liebe ja Bahnhöfe, zwar nicht nur zum Schnorren, sondern auch wegen ihrer architektonischen Schönheit. Und dieser hier, ich nehme euch mal mit, ist hier ganz besonders der Budapester Westbahnhof. Das hat hier alles so einen Charme, so einen alten Charme, es hat so eine richtige Seele. Es lebt hier richtig alles, ja. Es hat was zu Geschichten zu erzählen, die damit Bauwerke. Das ist sowas von krass, Alter. Sowas von schöne Gebäude haben wir hier. Café, New York. Ich denke auch fast, ich wäre in Paris und mit den Taxis in New York. Das ist ja krass, was hier abgeht. Hier fahren die Züge in die Ferne. Und wir haben wunderschöne Bahnhöfe hier. Ich verliebe mich so lange in die Stadt. Budapest ist auf jeden Fall eine Killerstadt. Was für Barockfans. Da denkt man mal, ist 150 Jahre zurück in der Zeit hier, von der Architektur. Super geil. Das hat hier einen richtig krassen Charme. Super schöne Empfangshalle, Empfangsgebäude. Berlin hat schöne Bahnhöfe. Ja. Hamburg hat einen schönen Hauptbahnhof. Alles schön und gut, aber das hier ist, sucht seinesgleichen. Ja, das ist eine Nummer für sich alles. Das ist Killer, die ganzen Details, da Blumenkörbchen. Und vor allen Dingen ist es sauber, keine Assis, keine Penner, keine gewalttätigen Aften, die einen bedrohen. Es ist sicher hier in Ungarn. Schöne Frauen, gutes Essen. Wunderschöner Bahnhof, ja. Schöne Anzeigetafel haben wir hier. Kedves Terminal. Ist so ein bisschen ähnlich so aufgebaut wie der Keleti, der Hauptbahnhof. Jetzt sogar ein bisschen übersichtlich. Hammergeil aus. Und check nochmal aus, wie da draußen, da oben so ein bisschen. So ein kleiner Balkon, so verandamäßig klein. Das ist hier mit Liebe zum Detail gemacht, ja. Wird da auch an beiden Seiten renoviert, mit Gerüsten wird da was gemacht. An der Fassade. Mit so Kirchen. Alter, es ist ein Killer Bahnhof und hat einen Killer-Style. Schaut das mal aus, hier mit den Kirchen da oben und alles drum und dran. Ja, das ist schon echt krass, ne? Ja, das Ganze rundherum hier, ja. Das zieh mich hier richtig runter.